Um Haaresbreite verpasst Bitcoin die 100.000-Dollar-Grenze. Jetzt kommen laute Stimmen aus dem Hintergrund und sagen, Moment, der Preis wurde bewusst manipuliert. Ob da wirklich die Wahrheit spricht und hat man tatsächlich neue Spuren gefunden auf der Suche nach Satoshi Nakamoto und was auch noch dazu kommt, wir starten in die Black Week und ja, der liebe Onkel Papa Jay hat für euch einige Überraschungen dabei. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Have a like, have an Abo-Button. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, meine Lieben, wir starten gleich mal mit Black Week. Ist es unglaublich tolles Angebot. Ja, wir haben BitCat getroffen in Zürich. BitCat hat die Masterclass von Papa Jay getestet und die waren völlig hin und weg. Die haben gesagt, Jay, wir wollen was Gutes tun. Und zwar jeder, der über unseren Link, respektive meinen Link, sich registriert, da verdient natürlich meine Firma was davon, gleich mal vorab. Aber wenn man sich hier anmeldet, übernehmen wir 50% der Kosten der Masterclass. Und haltet euch fest, bei der Masterclass gibt es noch eine kleine Überraschung im Laufe dieses Videos. Aber nicht nur das, nein, du hättest sogar die Chance, die Masterclass komplett bezahlt bekommen zu lassen von BitCat. Denn was ihr hier seht, ihr habt 12 Wochen Zeit, ein schönes Volumen zu traden. Wie ihr das tut, mit wie viel Kohle ihr das tut, ist alles euch überlassen. Ja? Aber tut es, wenn möglich, mit der Masterclass, dass ihr so gut wie es geht, keine Fehler macht. Ihr kriegt ein BitCat-T-Shirt, ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen, ihr könnt den Rest der Kosten von der Masterclass noch gewinnen, könnt ein iPhone 16 Pro gewinnen, könnt einen kompletten Ethereum gewinnen und noch ganz viel Krasses. Ihr habt sogar die Chance, eine Rolex Submarine Green Dial im Wert von 20.000 Dollar zu bekommen. Und gleich vorab, da gibt es nicht einen Gewinner. Nein, jeder, der dieses Volumen innerhalb von 12 Wochen akkumuliert, der bekommt diesen Preis. Also ganz einfach, das kam von BitCat, ein mega krasser Deal. Hier auch nochmal herzlichen Dank von dem ganzen Team von Swiss Crypto Jay. Das ist schon mal die erste Bombe. Aber wir kommen natürlich dann im Laufe vom Video noch auf anderes zu. So, hier meine Lieben, wird es gerade mal interessant. Wir sehen die aktuellen Daten, Fakten. Wir sind noch im Maximum Greed, sind zurückgeschleudert, knappe 10 Punkte, jetzt bei 82 Punkten auf der Richterskala, haben ich würde mal sagen, für den Sonntag ein sehr starkes Volumen gesehen. Es waren 42 Milliarden, war für den Sonntag sehr, sehr stark. Der Samstag davor, der war irgendwo bei 28 Milliarden, da haben wir schon viel, viel tiefere Volumen gesehen. Die Miner, die sind so am Hin und Her swappen, also die haben aktuell nicht wirklich viel mehr akkumuliert. Die Exchange Balance nimmt weiterhin ab, also auch hier 2,88 Millionen. Wir haben einen größeren Wall, der kleiner wurde, dafür wurde natürlich unterhalb, gab es ein bisschen mehr. Das kann aber auch manchmal Aufsplittung von Wallets sein, das soll man da nie wirklich ganz stark gewichten. So genau kann man es hier eben auch nicht sagen. Der Outflow und Inflow zeigt, dass das Volumen aber auch dennoch relativ tief war am Wochenende. Wir haben 23.000 Bitcoins, die sind von der Börse weggegangen, 22.000, die dann da zugekommen sind. Bei Ethereum, auch hier sieht es ähnlich aus, Volumen natürlich relativ stark eingebrochen, wie gesagt, Wochenende, das sollte man nicht allzu stark werten. Man sieht aber, dass einiges akkumuliert wurde, unter anderem bei den Wahlen ab 10.000, aber auch denen mit 1.000 Tokens auf der Wallet, also da sieht man schon, einiges ist da gegangen und die Exchange Balance auch hier hat relativ stark abgenommen, es wurde tatsächlich viel akkumuliert in den letzten Tagen. So, jetzt kommt das Volumen rein. Beim In- und Outflow 249.000 Ethereums haben die Börse verlassen, 216 sind hinzugefügt. Somit kann man eigentlich sagen, bei beiden Assets-Klassen ist es eher eine bullische Statistik. Beim Bitcoin Spot ETF Daten ist es interessant vom Freitag. Ich habe da bewusst vom BlackRock iBit nochmal eingerahmt. 31,333 Milliarden
die da im Trust liegen, Wahnsinn. Also das ist eine Summe, die ist im Kopf gar nicht mehr handelbar. Das ist wirklich Wahnsinn. 513 Millionen wurden wieder dazugekauft, ein bisschen weniger als davor, waren auch dementsprechend sozusagen die einzigen. Ja, 490,3 Millionen total. Bei GBTC gab es noch einen Outflow von 67,1, hat aber nicht wirklich großartig gejuckt. Und bei Ethereum sieht man auch, bei BlackRock gab es 99,7 Millionen Inflow. Und bei Grayscale ging es dann wieder mit 18,6 raus, also insgesamt 91,3. Ist für die Ethereum schon eher stark. Ja? Also ist jetzt auch nicht die wahnsinnig große Spot-ETF-Geschichte. Wenn man die Liquidität auf dem Markt anschaut, auch hier bleibt es interessant und spannend. Wir haben in der oberen Reihen, kann man sagen, so Richtung knapp 100.000 Dollar haben wir einen Block. Der Block könnte man nochmal teilen, bis zu ziemlich 99.000. Da gibt es nochmal eine schöne Liquidität, hat hohe Hebelpositionen drin, Entschuldigung, die abgeholt werden können. Dann haben wir in den unteren Reihen auch da sehr, sehr knapp Richtung 96.000 Dollar runter. Da gibt es auch relativ gute Liquidität, also einfache Liquidität. Die Höhe liegt dann schon eher Richtung 3,2 Milliarden, die runtergekoppelt ist bis und mit 90.000 Dollar. Also kann man hier schon schauen, wie und wo. Und wir reden gleich über die Marktmanipulation, denn das ist tatsächlich eine spannende, interessante Ansicht, die hier gerade geteilt wird. Aber man muss auch darüber reden, nämlich, es gibt eine neue Theorie und es wird auch gleich von Anfang an gesagt, BTC Parser sagt hier ganz klar, es ist eine Theorie und nicht mehr und nicht weniger. Sie sind der ganzen Sache nachgegangen, welche Wallets, und sie sagen so, dass der Genesis-Block, ne, die 50 Bitcoins, die da drauf sind, dass das immer noch so eine Ablenkung ist, oder eine Ablenkung, einfach, dass das Augenmerk woanders ist, ne? Also nicht da, wo es eigentlich sein soll, und man sieht jetzt im Hintergrund so einige Transaktionen, die damals zwischen dem ersten und dem 36.000. Block irgendwo da drin versteckt wurden. Und da redet man jetzt aktuell von gewissen Transaktionen, die über eine Treuhandadresse gelaufen sind, wo man sagt, Moment mal, 2019 wurden die ersten 5 Millionen realisiert, dann wurden 6 bis 8 Millionen realisiert, dann 11 bis 13 Millionen. Und jetzt, am 15. November, waren es 176 Millionen. Und man geht davon aus, dass das anscheinend so in die Richtung von Satoshi Nakamoto gehen müsste. Da wurden auch schon Stimmen laut, die gesagt haben, ja, Moment mal, kann das denn sein, dass Satoshi Nakamoto tatsächlich so viel Geld raised? Braucht er das denn überhaupt? War er denn nicht gegen das Fiat-System? Wie gesagt, hier kommt BTC Pers, die sagen, es ist eine Theorie, sie können es auch weder bestätigen. Sie sagen aber eine Sache ganz klar, da wo es ausgecashed wird, die Leute wissen ja eher, wer es ist zum Thema KYC. Ja, also müssen irgendwelche Börsen, müssen also eine Identität kennen, ob Satoshi ist oder nicht. Auf jeden Fall da, wo die Kohle ausgezahlt wird, macht natürlich auch Sinn. Sehr interessante Ansätze. Ich persönlich muss sagen, für mich, ich muss nicht wissen, wer Satoshi ist. Es gibt Geheimnisse, die müssen wir nicht wissen. Ja, es ist manchmal besser so. Ja, manchmal reicht eine Vision, die man im Kopf hat, oder einfach eine Anregung, die für was Gutes steht. Ja, und manchmal, wenn dann die Wahrheit herauskommt und es eigentlich gar nicht so ist, wie wir uns das alles vorstellen, das wäre irgendwie schade. Und aus diesem Grund, ich würde dieses Weltbild, so wie es ist, stehen lassen. Und ich würde gar nicht mal auf die Suche gehen. Lass das sein. Oben habe ich noch eine Grafik eingebildet. Da sieht man ein bisschen die Mengen der Adressen und den Inhalt da drauf. Und da sieht man natürlich schon die unteren zwei Positionen. Gut, haben wir jetzt natürlich auch in der Grafik, ja, 10.000. bis 100.000 Bitcoins, 92 Stück, 100.000 bis zu 1 Million, 4 Stück. Ja, und da hat man natürlich, und man darf nicht vergessen, ne, also da, wo Satoshi Nakamoto auch mit diesen 1,1 Millionen Bitcoins, gibt natürlich auch hunderte Adressen, ne, darf man auch nicht vergessen. Der war ja am Anfang auch im Testen mit Mining und allem drum und dran.
Da gibt es schon sehr, sehr viel Spannendes, das Ganze anzuschauen. Aber einfach das nochmal zu sagen, ich für meinen Teil, ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt, aber ich für meinen Teil ist ganz klar, für mich, ich muss nicht wissen, wer das ist, ich möchte gerne dieses Weltbild im Kopf beibehalten und gut ist. So, ja, Bitcoin, Preismanipulation. Dem Ganzen sagt man Spoofing. Okay, jetzt kommen viele und sagen, ich verstehe es nicht ganz. Ich will ganz kurze Worte darüber reden. Ich habe den Bericht gelesen, so schlecht ist er nicht mal geschrieben, muss man auch ehrlicherweise mal zugeben. Ja, was ist Spoofing? Spoofing ist im Endeffekt nichts anderes als eine Täuschung. Das machen Händler. Und jetzt kommt's. Wir haben ja von einem neuen Player gesprochen. Ne? Wir reden jetzt von Hedgefondsmanager. Und die Hedgefondsmanager, das ist das, wenn man es mal moralisch betrachtet, das sind die hinterfutzigsten Leute, die es gibt. Sorry, diesen Ausdruck, okay? Aber da müsst ihr, man muss wissen, wer ist mein Gegenspieler. Ja? Das sind die Unfairsten. Die interessiert euch gar nicht. Im Gegenteil, die wollen nur wissen, wie viel Cashflow hast du, dass sie wissen, wie sie die abholen können. So, und beim Spoofing geht es eigentlich primär so. Es werden getäuschte Ask-Orders abgelegt im Orderbook zum Beispiel, ja, wo man sieht, da kommen jetzt sehr viele Gegenorders und gleichzeitig kann man zum Beispiel auch Stop-Losses bewusst an einem gewissen Level setzen mit einem gewissen hohen Bereich. So, und jetzt haben wir vorher bei CoinGlass haben wir die Liquiditätsmap angeschaut. Okay, die gibt uns schon gewisse Schlüsse, wo würde ich einen Stop-Loss setzen, wo würde ich rausgehen. Dahin drin sind bereits schon solche Spoofings hinterlegt. Gleichzeitig auch im Orderbook, denn man arbeitet ja gerne dagegen. So, jetzt ist es nichts anderes als Schachspielen, strategisch. Und da kommt es darauf an, wer hat die bessere Strategie? Und da kommen jetzt insbesondere im Kryptomarkt, und da haltet euch jetzt fest, jeder, der jetzt immer sagt, ja, ich habe den geilsten Bot und ich habe die beste KI und das läuft und meine automatischen Trades kommen, die werden alle zerstört mit Spoofing. Warum? Weil ein Bot ganz automatisch eine gewisse Parameter eingestellt hat und wenn dann an einen Stop-Loss plötzlich Stop-Loss aufgelöst wird auf einen Schlag, dann fangen alle Bots an zu verkaufen. Dann fällt der Preis. Und dann kommen die Hedgefondsmanager wieder ins Spiel und sagen so, jetzt haben wir den getriggert, wir haben den runterfallen lassen, jetzt kaufen wir nochmal günstig ein. Und wir haben im Gegenzug, und das ist eben, das ist halt insgesamt bei Bitcoin das größte Problem, was eigentlich für uns ja das Schönste ist, wir haben eine völlige Transparenzzeit, aber eben darin liegen auch die Gefahren begraben. Also jetzt haben alle die Möglichkeit, hier ein ganz anderes Spiel zu spielen mit den Hedgefondsmanagern. Und dieses Spoofing, das, was ich jetzt gerade erklärt habe, das ist ein Spiel, das muss man, oder mu da muss man mitspielen, ja, und das muss man proaktiv machen und man muss es verstehen, was passiert. Deshalb ist es immer wichtig, Gewinne zu realisieren. Es ist immer wichtig, seinen Stop-Loss auf einem gewissen Niveau zu halten, damit ihr nicht rasiert werdet. Ganz einfach auf gut Deutsch gesagt. Ja, und hier, wenn natürlich eben diese Bots anfangen zu verkaufen, dann gibt es eine relativ starke Abverkaufswelle. Mittlerweile sind das doch eine relativ große Anzahl. Und dazu kommt natürlich auch der ein oder andere Händler, der eben diese Chance nutzen möchte. Das einfach nochmal ganz klar gesagt. Also abschließend zu sagen, ja, der Preis wird manipuliert, eben durch solche Aktionen. Wir haben einen neuen Plan mit da drin. Der ist der unfairste von allem. Der interessiert euch so wenig wie keine Ahnung wen. Also ganz, ganz vorsichtig unterwegs sein. Meiner Meinung nach eines der gefährlichsten Spiele. So, jetzt gehen wir rein. Nochmal kurz Black Week. Also hier, der Link geht noch nicht, leider. Der sollte eigentlich heute um 5 Uhr starten. Hat noch nicht geklappt. Aber wer sich dann registriert, wie gesagt, bei BigCat, der kann da mitspielen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Freut euch darauf. So, was haben wir noch? Es kommt eine neue Kollektion von Bitcoin Watches, Bitcoin Watch auch mit dem Code, wo dann noch eingeblendet wird oder dann im angepinnten Kommentar. Habt ihr nochmal 50% Preisrabatt auf restliches, was hier im Sortiment steht. Dann Coaching 1 zu 1
oder Webinare, 20% auf komplette Buchungen. Da könnt ihr gerne mitmachen. Auch das wird angepinnt im Kommentar. Dann bei der Masterclass gibt es eine schöne Überraschung. Also A, 50% Rabatt auf alles. Ja. Dann ist jetzt neu auch die Hybrid-Masterclass am Start für 1249, die normale 1499. Wie gesagt, da gibt es 50% drauf. Nochmals runterdenken, was ihr da bekommt. Und wenn ihr es richtig macht, kriegt ihr sogar noch den Rest des Geldes bei Big Cat. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache. Hier nochmal ein Dank an Big Cat, dass sie das überhaupt finanzieren. Finde ich große Klasse. Ja, und das von einem zertifizierten Krypto-Finanzexperte, SIQ, lizenziert, also da könnt ihr euch freuen, wird ein richtig cooler Kurs und richtig spannend. So, das zu allem, was mit Black Week zu tun hat. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt, was gesagt werden muss. Und somit gehen wir ins Orderbook. Ja, zum Thema Spoofing. Nee, also, kurz rein, wir sehen, dass wir außer weit einen kleinen Support sehen. Ab 200 Bitcoin kann man von einem guten Support reden, 95.000 Stück. So, wie erkennt man übrigens Spoofings, da, also wenn man proaktiv am Traden ist, dann arbeitet man hier natürlich nicht im 4-Stunden-Takt. Das mache ich natürlich für euch, weil ihr schaut wahrscheinlich das Video, paar schauen, also am Mittag, paar gleich, paar erst am Abend um 8, hilft ja nicht. Also wenn man da, dann geht man optimal in Sekundentrade rein, aber jetzt hier zum Beispiel auch im 5-Minuten-Bereich kann man relativ viel rauslesen. Einfach das nochmal zur Ansicht. So, dann oberhalb, wir sehen hier die 99.000 Dollar, ist durchbrechbar. Wir haben auch hier 99.5, ist durchbrechbar. Also wir haben eigentlich bis zu 100.000 Dollar hoch eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Die ist nicht immens groß mit der aktuellen Stimmung. Es kommt jetzt sehr, sehr darauf an, was da gemacht wird. Wir haben 1,3 oder 1.300 Bitcoins, die stehen an der Schwelle von 100.000. Das ist eine Wucht. Das ist eine absolute Wucht. Da müsste, also meiner Meinung nach, da müsste wirklich jetzt richtig Engpass auf den OTC-Desk sein. Es müsste schwierig sein. Ich bin aber noch auf einer anderen Welle und ich glaube tatsächlich, dass zum aktuellen Zeitpunkt, reine Vermutung, reine Hypothese, jetzt ist es wirklich aus der Luft gegriffen, aber ich vermute, dass aktuell tatsächlich einige Börsen es auch nicht zulassen wollen, dass Bitcoin über 100.000 Dollar droppt. Aktuell. Ich vermute, man will es gerne in dieser Range aktuell behalten mit einer gewissen Volatilität. Warum? Weil da aktuell sehr viel Geld gemacht wird. Ne? Also Gebühren, Funding Rates und so weiter und so fort. Ist aus der Luft gegriffen, absolut, aber das ist meine Einschätzung. Okay, ihr könnt gerne mal unten diskutieren, wie ihr darüber denkt. So, also, wir gehen gleich im Weekly Chart und prüfen mal, was wir hier sehen. Also nochmal Weitsicht, wir haben hier unsere Sending Triangle gemacht, wir sind ausgebrochen, wir sind auf einem gewissen Niveau, das kurz davor steht, die 100.000 Dollar Grenze zu brechen. Wir haben unter anderem, also wir haben das ja vorbereitet, die ABC-Korrektur bereits, weil wir bereits in der verlängerten Impulswelle unterwegs sind von Welle 5, von der Elliott-Wave-Technik. Nichtsdestotrotz, die J-Wave-Technik sagt, meine Technik, die J-Wave-Technik, wir haben hier ein Niveau zwischen 107 und 127. Wenn wir die 100.000 Dollar Grenze brechen, bin ich stark davon überzeugt, dass wir einen relativ starken Liquiditätsschub bekommen und wir in diesen Bereich eintreten müssen. Dann hätten wir immer noch die Bull Flag, die uns eigentlich noch so ein Zwischentarget gibt von 196.000 Dollar und dann hätten wir hier oben zwischen 289 und 379. Das passiert nicht heute auf morgen, das passiert auch nicht mehr im 2025. Da reden wir wahrscheinlich dann schon auf dem Weg Richtung 2030. Ne? Also das wird noch dauern. Aber nichtsdestotrotz hier oben, das würde tatsächlich, also zumindest ein Attachment an 107 müsste im 2025 drin liegen. Kommt jetzt auch noch ein bisschen davon aus. Also
werde aktuell sehr viel darüber gefragt, wie siehst du denn den aktuellen Verlauf? Habe ich euch jetzt schon x-tausend Mal und ich sage es immer wieder gerne, ich rechne immer noch mit einer kurzfristigen, milden, schwachen Rezession. Danach, nach diesem Lauf, da wird wieder Geld gedruckt, ne? Inflationär. Ne? Also das wird einen langen Bullenmarkt vor sich haben, außer es kommt eine neue Katastrophe. Es kann der Dritte Weltkrieg kommen, es kann eine neue Pandemie kommen, es können Marsmenschen nach unten kommen und uns, keine Ahnung was, versklaven. Es kann alles sein. Also hängt mich da nicht an die goldene Waage. Aber rein von der Objektivität her zum aktuellen Zeitpunkt müsste nach der milden Rezession einen relativ längeren Bullenmarkt kommen. Dann kommt es auch ein bisschen darauf an, die globale Machtverschiebung, ja, also aktuell Europa leidet massiv unter schwacher Führung. Wir haben wirklich europäische Führungskräfte, die sind aktuell nicht wirklich auf hohem Niveau. Wir haben Trump in den Staaten, wir haben Putin, wir haben Erdogan, wir haben immer noch ganz, ganz im Osten auch noch relativ spezielle Menschen an der Macht, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Also, da muss man schon auf der Hut sein und immer wieder das globale Bild im Blick halten, um zu prüfen, wo es geht. Ja, und dann irgendwann 20, 30, 35, hier sollten wir Richtung 900.000 Dollar kommen, knapp vor einer Million. Das wird dann auf jeden Fall auch nochmal ein interessanter Aspekt. So, im 4-Stunden-Chart, wenn man das Ganze nochmal anschaut, müssen wir gegebenenfalls auf jeden Fall, was haben wir denn hier noch alles drin? Wir nehmen die raus und machen die komplett neu, weil ich habe hier sonst den Überblick verloren. So, du kommst auch noch weg. So, also wir sind hochgekommen, regulär ist eingestellt, das passt. Ich muss unbedingt noch die Supportlinien nachziehen, dann wird es ein bisschen interessant. So, wir hatten hier nochmal so einen kleinen Nachswing, theoretisch sogar müssen wir den da unten mitnehmen, nach dem letzten Anstieg. Das heißt, wir haben hier aus der Perspektive her sind wir in der Gewinnmitnahme. Ne? Also alles, was wir hier oben sehen, zwischen dem Nullen und dem 0236er, das ist die Distributionszone. Da realisieren Händler ihre Gewinne. Das bedeutet, im aktuellen Zeitpunkt ist ein Unterstützungsniveau bei 92.000 Dollar eigentlich der wichtigste Punkt aus diesem Bereich. Also hier müssen wir ein Pullback sehen und danach ein höheres High bilden. Das heißt, sollten wir hier runterfallen, dann sollten wir ein neues höheres High bilden. Das würde bedeuten, wir würden über die 100.000 Dollar gehen, weil wir waren ja bei 99,5. Und genau dieser Aufschwung wird aktuell auch ein bisschen erhofft. Jetzt ist die Frage, wie weit geht diese Marktmanipulation noch? Wie weit können die arbeiten? Und ich gebe euch auch hier einen gewissen Tipp. Auch die arbeiten mit Fibonacci. Das sehr, sehr stark. Also wir werden in den nächsten 8 Monaten maximal, werden wir sehen, wie on point die Daten nachher von der Fibonacci sein werden. Denn das große Volumen, ja, also da, wo ja dann auch die Volumenstränge sind, das, was ihr hier kennt, aus dem Volumenprofil heraus, die werden immer exakter, umso mehr die aus der Fibonacci heraus arbeiten. Ihr seht hier aktuell, ist es auf dem Golden Pocket. Ne? Also die Golden Pocket hier runterzufahren auf Golden Pocket, da wurde das meiste Volumen getradet. Also die 90.000 Dollar sind wichtig. Und Spoofing passiert in der Regel immer bei den wichtigsten psychologischen Level. Und psychologischen Level bei Bitcoin, das sind die Zehntausender-Grenze. Müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, also das sind die Zehntausender-Grenze und hier sind wir schon Richtung 90.000 Dollar. Also es wird dann immer genauer, das könnt ihr dann beobachten, wie spannend das Ganze dann auch wird. Fakt ist jetzt, als Empfehlung von meiner Seite her, für diejenigen, die sagen, ich bin noch nicht drin und ja, jetzt steigen wir über 100, ach, ich habe den Zug verpasst, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr den verpasst habt. Ich würde das jetzt clever nutzen, sei es als Spot-Einstiege oder als Trading-Einstiege, würde ich hier tatsächlich die Range hier bis zum 0,866 bis 87.000 Dollar, würde ich mir ganz schön gemütlich tolle, schöne kleine Einstiege nutzen mit kleinem Hebel, dann seid ihr nach unten sauber abgesichert und nach oben nehmt ihr alles mit. Also das wäre aktuell so meiner Meinung nach das Bestmöglichste, was ihr tun könnt. Was wir auch anschauen können, ist unter anderem natürlich die J-Wave, das ist mehr so fürs
Daily Business, ne, sag ich jetzt mal, aber wir haben ja eine kleine Welle, auch wenn sie nicht immens groß ist, aber sie ist dennoch spannend. Und wenn ich das jetzt ansetze, dann könnte ich sagen, okay, wir haben die Chance hier in der aktuellen Situation. Und jetzt seht ihr mal, das 0,5er, die 92.000, deshalb habe ich es vorher markiert, springt uns runter auf die 92.200. Das ist das Golden Pocket von der J-Wave. Okay, also die, wir haben die Retracement angeschaut, wo ist das höchste Pullback, wo ist das Endziel. Also die 92.000 Dollar, die hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir nochmals hier ganz kurz reingehen ins Orderbook, dass ihr da nochmal die Parallelen zuziehen könnt. Und jetzt guckt mal, wir haben hier relativ einen freien Space bis 95.000 Dollar. Und dann haben wir hier nochmal einen freien Space. Der nächste große, nicht mal groß, aber der nächste Balken, der hier Support zeigt, ist bei 90.000. Also wir haben unter uns keinen Support. Das ist eigentlich Alarmsignal hoch 10. Ne? Also das, was wir hier sehen, ist aktuell wirklich gefährlich. Aber das kann gerne gemacht werden. Nochmals, Spoofing aktuell, wir sind an der 100.000-Dollar-Grenze. Höchstes psychologisches Level, glaube ich, seit Bitcoin die 10.000-Dollar-Grenze durchbrochen hat. Wenn man jetzt hier bedenkt, dass das alles eine Falle sein kann, ja, bei Spoofing geht es ja, die nehmen das relativ schnell, die nehmen Stop-Loss, zack, raus. Die setzen ihn rein, halten ihn eine gewisse Zeit und kurz bevor man da ankommt, bam, nehmen sie den raus. Und schon geht es, wie das Ganze in eine andere Wertung gehen, weil dann die Bots anfangen zu rasseln. Und das Gleiche kann aber auch hier unten sein. Ne? Wenn das dann verkauft wird oder in die Shorts geht, dann auf einen Schlag bolzen die Hedgefondsmanager rein und liquidieren alle Shorts auf einem Schlag. Bam. Deshalb hier Vorsicht genießen. Ja, es könnte relativ tief fallen, könnte, aber man muss auch ehrlich sagen, aktuell sehr schwierig. Ne? Wir dürfen diesen Player nicht unterschätzen. Ja? Also sie machen das Spiel schon relativ länger als wir alle gemeinsam zusammen. Ne? Aber nochmals zurückzukommen, aktuell würde ich mit so einem Niveau hier tatsächlich nochmal rechnen können. Ja? Solange wir sowieso hier keine neue Welle generieren, Leute. Ja? Also eigentlich müssen wir hier, gut, es läuft noch 35 Minuten, schaffen wir aber nicht. Wir sollten hier eigentlich oberhalb von dieser Welle sein. Das haben wir nicht geschafft. Das heißt, wir bauen jetzt schon wieder tiefere Highs auf. Ja? Für eine Konsolidierungsphase nicht schlecht. Ja, die kann aber wirklich tatsächlich bis hier runterfallen. Also das ist aktuell meiner Meinung nach ein sehr, sehr solides Bild. Die andere Frage, natürlich bullish, wo könnte die Reise hingehen? Dazu nehmen wir die letzte Sequenz von der Korrektur, das wäre die hier. Gehen hoch zum High und setzen es hier rauf. So, dann haben wir die 101, 103 bis 105, da knacken wir knapp die 107 aus dem Weekly und dann übergeordnet werden wir zwischen 113 und 116 Dollar. Ja. Das müsste aber tatsächlich mal, müssen wir hier drüber kommen, also über die 99,5, das heißt die 100.000. Dann müssen wir die 101 schaffen und bei 100.000 Dollar liegen 1.300 Bitcoins, kumuliert sind es wahrscheinlich 1.500. Das ist eine Megawand, dann das 0,5er zu durchbrechen. Ich vermute, da wird es wird einen Liquiditätsschub geben, ob der dann reicht, hier durchzubrechen und hier dann die 105, da bin ich sehr gespannt, wirklich sehr, sehr gespannt. Aber auch Augen auf, wenn es um Thema Volumen geht, also aktuell sehen wir eine Tendenz, und zwar, wir sind hier eine Zeit lang gestiegen und jetzt fallen wir, ja, Volumen fehlt, kein großes Volumen. Wir haben Indikatoren, die zwar noch nicht sagen, na, wir sind noch nicht überhitzt, wir haben noch Luft nach oben. Und wir sehen aber auch, dass ein bullischer Cross auf uns zukommt, hier im Bereich der MICD, in der Kurz- wie auch in der Langfristigen, könnte das tatsächlich nochmals ein bisschen bullischen Schwung mitgeben. Der bullische Schwung, ja, ob der dann reicht für die 100.000 Dollar, da werden wir im Laufe dieser Woche auf jeden Fall ein bisschen intelligenter werden. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ja, und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch einen Blick für Ethereum. Ich glaube, auch der hat es verdient, dass man heute darüber redet. Wir sind hier über Rasen wieder runtergefallen. Dann nehmen wir die können wir noch drin lassen. Den nehmen wir raus. Ja, wir haben das bullische
Pensum gesehen. Den müssen wir nachziehen. So, jetzt stimmt's. Also wir haben diese Sequenz hier gemacht. Und was jetzt interessant ist, wir sehen bei Ethereum, da hat beim 0,5er ein Pullback gesehen. Das bedeutet, dieses Pullback hat jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil wir hier gleich drei grüne Kerzen hintereinander sehen, wäre sogar die Möglichkeit, dass wir hier rüber rauskommen. Das bedeutet, was wir jetzt eigentlich nochmal anschauen sollten, das Abonnent wurde geändert, okay, was wurde geändert. So, wenn wir das anschauen, müssen wir kurz die Bitcoin-Dominanz noch reinziehen. Wo ist meine Bitcoin-Dominanz? Habe ich die rausgelöscht? Das ist der Index. Wo haben wir denn die Bitcoin-Dominanz? Hier. Dachte, hätte ich die drin. Naja. So, Bitcoin-Dominanz hat abgenommen hier. Seht ihr das? Der Peak. Wir sind gefallen hier. Und zwar noch relativ viel, wenn ihr mich fragt. Also zu meinem Geschmack ist es tatsächlich etwas viel. Wie gefallen sind? Ah, irgendwas ist anders hier. Komisch. So, wir sind gefallen ungefähr 5,2%. Ja, muss man gut im Auge halten, weil das ist der Indikator, der natürlich dann bereit ist für die Altcoin-Season. Ne? Es gibt Umschichtungen, Gewinne werden realisiert, gehen, fließen in die Altcoins. Ich habe gesagt, Q1 sehe ich immer noch die Altcoin-Season auf uns zukommen, die Dominanz wechselt. Dominanz müsste unter 50 fallen, ne? Also wir sind hier noch bei 59. Also Bitcoin müsste unterhalb von hier fallen, hier unten, dann reden wir von der Altcoin-Season. Ne? Also erst unterhalb von 50, das sind wir noch nicht, wir sind hier noch bei gut 60, aber die fallende Tendenz ist schon mal ein Anzeichen für die Altcoin-Season. Und das ist ein bullischer Move eigentlich. Und wenn das jetzt reicht, dann sollten wir jetzt hier eigentlich ein höheres High bilden, hier oben, als wir hier bei dieser Welle gesehen haben. Aus bullischer Sicht können wir das jetzt relativ im kleinen Bereich machen. So, das heißt, wir haben bullisches 0,5er bei $3,410. Das erste Level wäre dann exakt auf dem gleichen Niveau von der vorherigen Welle. Das heißt, wir wären zwischen $3,462 und $3,500. Und übergeordnet wären wir dann zwischen $3,690 und $3,750. Das wären dann unsere bullische Targets im Bereich von Ethereum. Ja, gespannt. Also wenn wir es nicht schaffen, hier über dieses Band, jetzt wird es interessant, ne, strategisch. Wenn wir hier abgelehnt werden, dann werden wir nochmal das 0,5er antesten. Wenn wir das nicht schaffen, dann fallen wir in diese Box. Ja, dann kann es nach oben oder nach unten gehen, das sehen wir dann. Oder wir schaffen es durchzubrechen und holen diese Levels ab. Ja. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Bereich. So, das war's zum Einstieg in die heutige Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Handelstag. Gerne mal ein Feedback, was ihr über unsere Black Week Angebote denkt. Werdet ihr eins davon nutzen, ja oder nein? Auch das würde mich natürlich interessieren. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch alles Gute und wir sehen und hören uns dann spätestens morgen wieder. Tschüss zusammen.